Da hat man ein riesiges neuronales Netz, das mit irre vielen Texten in verschiedenen Sprachen trainiert wird. Wenn dieses neuronale Netz etwa lernen soll, Gesichter zu erkennen, füttern wir den Algorithmus mit Trainingsbildern mit oder ohne Gesicht und schauen uns die Antwort an. Heutzutage sind KI-Programme nach wie vor absolute Spezialisten. Eine KI, die Schach spielen kann, kann Schach spielen und sonst nichts. Eine KI hat eben nicht die gleiche soziale und emotionale Intelligenz wie ein Mensch. Da sind deutlich mehr als 5 Technologien verbaut. Viele davon sind dem Benutzer überhaupt nicht bewusst. Aber einige treten auch mit dem Benutzer in Interaktion. Es ist tatsächlich so, dass es auch heute schon Dialogsysteme für Autos gibt. Der Mensch vor der Kabine kann Fragen stellen und die werden beantwortet. Und wenn er nach einer gewissen Zeit nicht glasklar sagen kann, war das ein Computer oder ein Mensch, der mir da geantwortet hat, dann hat der Computer den Test bestanden.